Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Was, das Spiel geht noch weiter? Wir haben doch den letzten Boss hier besiegt. Nein, das war nämlich nur der Main Arc. Und das Spiel heißt ja nicht so wie in der Nintendo Wii Version, die es nur in Japan gab, Tales of Graces, sondern Tales of Graces F. Geil. Und das F steht für Future. Und da begeben wir uns jetzt hin. Und jetzt, anstatt auf Vorfahren zu gehen, so wie ich es eigentlich immer mache, was ihr natürlich nicht seht, hier steht einmal durchgespielt 1, ich gehe mal kurz zurück und ja, das ist noch von den Aufnahmen davor und hier steht schon durchgespielt. Das bedeutet, wir können jetzt auf Extras gehen und Familie und Vermächtnis mal und neues Spielplus, aber das ist nicht wichtig. Ins Museum, da kann ich auch irgendwann mal zeigen. Jedenfalls, wir gehen jetzt zu Familie und Vermächtnisse, weil das ist jetzt nämlich der Future Arc. Da begeben wir uns rein. Auf und davon! Schön. So. Es geht weiter. Mal gucken, was eigentlich mit den ganzen Leuten passiert ist. Familie und Vermächtnisse. Tales of Graces F. Schön. It's already been a year since my father died. There are lots of flowers. I think just about everyone in Lawn brought some here. There's still much for me to learn as a lord, but I'll do my best. Just as my father did. Rest in peace, Dad. Are you sad, Asbel? No, I'm actually all right. All people die. Maybe tomorrow, maybe years from now, but it happens to everyone, and I understand that now. All people must die. Eventually. But still, I can't help having regrets. I wish we would have talked more. I wish he could see what Hubert and I have become. So I guess I'm sad about that. Hallöchen. What will you do when everyone else is dead? Sophie? Is something wrong? Did you just see? I must have been dreaming. I've never heard of anyone dreaming while they're still wide awake. Sounds like you were out late last night. Come on, let's go back. You probably just need a nap or something. Okay, da wären wir wieder. Ja, als wären wir jemals irgendwie weg gewesen. Und hier haben wir eine Entdeckung, aber dazu später. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles vorherige Fürsten waren oder ob das einfach nur ein verdammt episch langer Name von denen sein Vater ist. So oder so. Ja,
Wir sind jetzt im Future Arc und jetzt hat sich einiges verändert. Man hat zum Beispiel gesehen, Sophie hat eine andere Klamotte an, unser Elfmixer ist leer. Was? Espel hat jetzt ein wunderschönes purpurnes Auge von Lambda spendiert bekommen. Und ja, es ist so, ich weiß nicht, ungefähr ein halbes Jahr vergangen, wenn ich mich nicht irre, nachdem wir Lambda geplättet haben. Und ja, was aus den anderen geworden ist, das sehen wir jetzt noch nicht, aber mal gucken. Erstmal haben wir eine Entdeckung. Bam, so, gucken wir euch mal. Fürstendenkmal. 6 Monate später, okay, hätte ich mir auch sparen können. Has it really been half a year since we all da hat sie komischerweise noch ihre alten Klamotten. Where did the time go? It's been a busy few months. Yeah, it's been rough. Especially with all of those meetings about returning the Launt Domain back to Windor. Asbel, is your hand okay? Huh? Oh, yeah, it's fine. Thanks. Don't worry about it. It just got a little cramped up from all the paperwork. That's all. Well, it's been fun. I've learned all kinds of interesting things from helping you. It's a nice change from all the fighting. Thanks, Sophie. Wow. Half a year. I wonder if, after all this time, I've become a worthy lord like my dad was. Das war ein bisschen abgeschnitten, fand ich. So, wir haben direkt wieder neue Titel bekommen. Das finde ich schon mal richtig gut. Fürst von Lawnd. Als Fürst von Lawnd hat er mit vielen Problemen zu kämpfen und lässt sich aber nicht entmutigen. Die ganze Aufladbaren. Ja, Star der Stadt. Sophie wird von allen geliebt und hat sich in Lawnd schnell Freunde gemacht. Weil damit hat sie ein Kostüm freigeschaltet. Das hat sie nämlich an immer noch ausgerüstet. Ja. Nee, was? Also hier, mein Gott. Was mir da dann? Ich finde, das sieht voll süß aus an ihr. So. Hallöchen. Muss ich euch wieder Fische geben? Nein, okay. Ich habe übrigens jetzt ein bisschen so an der Aufnahme bzw. am Mikro rumgebastelt. Kann sein, dass das vielleicht jetzt ein bisschen asynchron ist, aber irgendwie fand ich, dass all meine Aufnahmen immer ein bisschen asynchron sind. Also bis hierhin. Überhaupt meine ich. Weil ich glaube, das hat noch nicht so jeder gemerkt, oder? Hoffe ich jedenfalls. So, wer gibt sich zum Anwesen? Aber erstmal gehen wir natürlich irgendwo anders hin. Wir machen erstmal die Blume kaputt, ne? Ja. Hallöchen. Warum nicht? So. Oh. Ich sehe gerade, da ist ein Bild von ihr drauf. Von ihrer Mutter nehme ich mal an, da hinten. In dem Porträt da. Oh, okay. Mir ist gerade was aufgefallen. So, ich frage mich, kann ich immer noch zur... jetzt können wir da zum Friedhof, da kommt man früher nicht. Können wir zur Katzcorner? Weil... Wir können zur Katzcorner, ich weiß es nicht. Könnten wir theoretisch auch... Okay, die ganzen... Was? Ja toll, die sind immer noch da. Uah. Ich dachte, die wären gar nicht mehr... Könnte man gar nicht mehr hier erledigen. Na gut. Warte mal, Geld. Okay, verdammt. So, mir ist was eingefallen. Egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen mit der Story erstmal weiter, bevor wir irgendwas machen. Weil wir wollen ja wissen, was hier los ist. Ist hier ein Skit? Nein, okay. Ich muss meine Elfenkiste aufladen. Wartet. Wenn ich schon dabei bin, kann ich mal die ganzen Bücher aus dem letzten Kampf da rausnehmen. Nee, 2 Stempel. Also. Dann. Oh Gott. Lass mal alles hier raus. Und weiß nicht. Kann ich irgendwas da rein tun, ne? Ja, weil wenn ich das mal erstmal mache, ich am Ende dieses Parts hier auf Screen irgendwie so. Natürlich da ist rein. Ich will jetzt keine Aufnahmezeit verschwenden. Ist ja so lange her, dass wir wieder Tales of Graces, mein Gott, wie sieht das nie aus, gespielt haben. Das ist ja lange her. Wir waren irgendwie nie weg. Das Spiel geht schon irgendwie seit einem Jahr auf meinem Kanal. Das wird nie enden. It can't be helped, Sophie. Their time was just up. Can't be helped. Don't worry. We took great care of them. And they left lots of seeds. They'll bloom again next year. Asbel, I was wondering... There you are, Asbel.
You're not getting away from me today. Hello, Mom. Not this again. You're nearly 20 years old. It's time for you to start thinking about marriage. Look, I keep telling you, it's too soon. Oh, nonsense. Isn't that nonsense, Frederick? Lady Carrie is most correct, Master Asbury. Was soll er denn in dieser Situation sagen? Nein, das ist vollkommener Blödsinn. Sie sind doch vollkommen verrückt, oder wie? You must find a wife to bear you a child, so that the family name might live on. I know all that. If you really knew, I wouldn't be forced to keep reminding you, would I? And yet you seem to find one excuse after another. Look, it's just... You already have multiple offers to choose from. Why not find a girl you like, and at least meet with her? Master Asbel! What is it? Those monsters are attacking the Eastern High Road. Please, come quickly! Right, we're on our way. Was für ein glücklicher Zufall. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie stark die Gegner hier sind im Future Arc. Deswegen weiß ich nicht. Ich habe glaube ich noch auf schwer. Ja, tue ich jetzt, weiß ich nicht, auf schwer erstmal lassen. Aber ich gucke mich erst noch mal um hier, so skizzmäßig und so weiter alles. Weil er hat sich einiges verändert. Einige Sachen kann man nicht mehr machen im Future Arc. Wenn man einige Sachen nur im Future Arc machen kann, deswegen will ich mich hier hin und wieder noch ein bisschen umschauen, damit ich auch nichts verpasse. Jetzt glaubt doch nicht, wenn wir einen Future Arc durch haben, dann gehen wir noch zurück zum Main Arc. Ja! Was machen wir da? Das werdet ihr schon bald sehen. Und ich sehe da einen Stern. Jammerhaft. Jammerhart. Jammerhaft, was? Ja, you could say that. I have to get up to speed, so I can be a proper Lord and support everyone. People in the village keep talking about how you try all the time, and they hope everything's okay. What? Cry all the time? I know I have a ways to go, but... Wow, they must really think I'm in over my head. You can't win if you don't try. And everyone knows how hard... Asbel? Er ist einfach weggegangen, ja, da kann man auch prüfen. So, warte mal da. Das ist ja merkwürdig. Ich hätte nicht gedacht, dass Vater einen Nachschlagewerk im Regal hat. Ey, der hat doch irgendwie alles gehabt, ey. Mann, ich wusste nicht, dass er Tagebuch führt. Mann, ich wusste nicht, dass er sich um Blumen kümmert, ey. Was wusste der eigentlich von seinem Vater? Das ist dann immer normal. Das ist kein einfaches Nachschlagewerk. Das ist ein Blumentagebuch. Oh mein Gott, Blumen und Tagebuch. Was ist das denn für ein Zufall? Das Fürstessen eins Fürsten Carrie schenkte. Er hat Mutter ein Blumentagebuch geschenkt? Junger Herr Asbel, wisst ihr eigentlich, wer den Garten dieses Schlosses gepflegt hat? Ich habe immer gedacht, wir hätten einen Gärtner oder dass du es erledigst. Beides falsch. Darum hat sich fürs Essen höchstpersönlich gekümmert. Du hast Witze. Ach, das erinnert mich an eine alte Geschichte. Ich habe eigentlich zu tun, ne, weil da sind Monster und sie hat vor ungefähr 20 Jahren zugetragen. Ja. Na gut. Das ist also Schloss Land. Hier steht da Fragezeichen. Wir wissen alle, wer das ist, mein Gott. Sexy Frederick. Fürs Essen? Ich heiße Carrie. Ich bin gerade aus der Hauptstadt eingetroffen. Willkommen in Laden, Madame Carrie. Du müsst sehr erschöpft sein nach dieser langen Reise. Ach nein, mir geht's gut. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass er um so vieles älter sein würde als ich. Das Abendessen ist fertig, Madame Carrie. Soll ich euch in den Speisesaal begleiten? Ja, bitte. Ich habe ja... an sich nichts gegen das Land, aber es wimmelt von Insekten.
Und kann ich mein Leben wirklich an solch einen Ort verbringen? Stimmt etwas nicht? Nein, Entschuldigung, dass ich euch habe warten lassen. Aber ich hoffe, ist alles ja auch synchron, ja, was ich vorlese. Also es ist alles mal so ein ganz kleine Millisekunde irgendwie asynchron, aber ich kriege das irgendwie nicht besser eingestellt. Tut mir leid. Ich hoffe, jetzt ist das nicht totales Chaos. Was mache ich nur? Ich vermisse Barona jetzt schon. Es ist nicht fair, dass ich das tun muss, nur weil ich die Jüngste bin. Meine Schwestern wurden mit Adligen aus Barona und Grailside verheiratet. Ich will zurück nach Hause. Oh. Einige Tage später. Glaubst du, dass sie hier bleiben wird? Ich bin mir nicht sicher. Sie ist so gut wie nichts, wenn das weitergeht. Hey, was denkst du dir eigentlich? Wie kannst du es wagen, mich derart hinter das Licht zu führen? Ich habe wirklich keine Ahnung, von was ihr redet. Stellt euch nicht so dumm, du Butler. Stell dich nicht so dumm, du Butler. Du bist nicht First Aston. Der Kerl da drüben ist First Aston. Das ist ja lächerlich. Ist schon in Ordnung, Frederick. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid, dass ich dir das zugemutet habe. Wollt ihr euch jetzt bei mir entschuldigen, oder wie? Entschuldigen? Bei euch? Wieso denn? Weil ihr mich getäuscht habt. Mit einer Frau wie euch will ich nichts zu tun haben. Das war direkt und eiskalt voll. Oh, für wen hält er sich eigentlich? Er ist so unhöflich und kaltherzig und unhöflich. Mich will er zurückweisen? Ha, ich werde ihn zurückweisen. Ich kehre nach Barona und damit basta. Ich kehre zurück nach Barona und damit basta. Okay, da fängt schon wieder richtig geil an. Fürs Essen, seid ihr sicher, dass ihr euch es nicht nochmal überlegen wollt? Ich bin gegenwärtig der Einzige, der imstande ist, seine Hoheit zu beschützen. Ich habe ein ungutes Gefühl, mein Fürst. Fendels Armee wird nicht zögern, anzugreifen. Genau deshalb muss ich ihn ja schützen, Frederick, denn... Oh, ihr seid immer noch da? Ja, ich bin immer noch hier. Wovon redet ihr da? Ist etwas passiert? Fendels Armee hat eine Invasion gestartet. Sie sind in der Übermacht. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Wie haben sie in die Berge überquert? Madame Curry, ich bitte euch, ihr müsst mir helfen, ihn davon abzuhalten. Das Leben eines Fürstens ist in Gefahr. Tja, so eine Schande aber auch. Ich dachte mir schon, dass euch nichts lieber wäre, als euch für den König zu opfern. Kümmert euch um das Blumenbeet, solange ich fort bin. Auf gar keinen Fall. Ich werde in die Hauptstadt zurückkehren, so schnell ich kann. Amüsiert ihr euch ruhig mit euren Kriegsspielchen oder was auch immer ihr auch tut. Lernt die Blumen zu lieben. Lernt die Blumen zu lieben? Seid ihr von Sinn? Fürst Frederick, wenn ihr mich nun bitte entschuldigen würdet. Bitte wartet, es wäre zu gefährlich, jetzt aufzubrechen. Die Soldaten Findels könnten jeden Moment auf der Landstraße auftauchen. Das ist doch verrückt. Es sind jetzt 3 Tage vergangen. Wie lange willst du mich in dieser Stadt noch gefangen halten? Bitte, Madame, ihr müsst euch noch ein wenig gedulden, bis Fürst Aston zurückkehrt. Dieses Buch. Was ist das? Das ist Fürst Astons Blumentagebuch. Das ist ein Tagebuch? Es ist ja fast so ausführlich wie eine Enzyklopädie. Er hat ja was davon gesagt, dass ich mich um die Blumen kümmern sollte, oder nicht? Vielleicht ist dieses Tagebuch der Grund. Sie sind verwelkt. Vielleicht liegt es an den regnerischen Wetter in letzter Zeit. Was kann ich für sie tun? Vielleicht könnt ihr sie von dem Regen abschirmen? Es tut mir leid, Madame, aber ich habe wenig Erfahrung in diesen Dingen.
Na gut, bring mir einen Regenschirm. Ihr könnt ja den Regenschirm ja herlassen und wieder hineingehen. Ist schon in Ordnung. Ich werde es ihm zeigen. Ich werde in sein Tagebuch protokollieren, wie ich diese Blumen gerettet habe. In diesem Fall werde ich mich dann mal wieder auf den Weg machen, Madame Curry. Nein, Frederick, ich möchte, dass du hier bleibst und zusammen mit mir. Und sie zusammen mit mir, das ist der Blick. Also gut, Madame. Schön. Ich nehme an, die haben gewonnen. Fürs Essen. Oh, wie froh ich bin, euch wiederzusehen. Es tut mir leid, wenn du dir meinetwegen Sorgen machen musstest, Frederick. Ist etwas vorgefallen, während ich fort war? Nun, wie sich herausgestellt hat. Ach gut, das wäre ja auch Zeitverschwendung gewesen, wenn ihr getötet worden wärt. Ihr seid immer noch hier. Könntet ihr bitte herkommen? »30 Tage sind eine lange Zeit, um jemanden allein zu lassen. Wie dem auch sei, hiermit habe ich sie zugebracht.« »Seht ihr, alle Lücken in dem Buch sind nun gefüllt. Ich habe Wort gehalten, obwohl ich mich gar nicht richtig erinnern kann, es euch überhaupt gegeben zu haben. Also möchte ich euch jetzt etwas fragen. Ehe ihr aufgebrochen seid, habt ihr mir gesagt, ich solle die Blumen lieben. Wieso habt ihr mich darum gebeten? Was habt ihr damit bezweckt?« Eure Rede gab es wahrhaft unvergleichlich fürs Essen. Nun sprecht schon, war das alles lediglich ein Trick, um mich zu vertreiben? Wenn ihr Blumen lieben könnt, könnt ihr auch Menschen lieben. Was soll das heißen? Wenn ihr nicht mal eine Blume schützen könnt, werdet ihr niemals jeden Menschen schützen können, die euch etwas bedeuten. So schützt ihr also euer Volk und euren König? Wer unfähig ist, das Leben zu lieben, ist auch nicht dazu imstande, irgendjemanden zu schützen. Ich dachte, das träfe auch auf euch zu, aber da habe ich euch wohl falsch eingeschätzt. Tja, nun, wenn ihr euch entschuldigen wollt, könnt ihr damit anfangen, meinen Namen zu lernen. Ich heiße übrigens Carrie. Gut, Carrie. Das ist ein wunderschöner Name. Okay. Der klang zwar ein bisschen komisch, aber irgendwie. Damals hat er meine Mutter also das Blumentagebuch gegeben. Genau. Wenn du Blumen lieben kannst, kannst du auch Leute schützen. Hm? Ich frage mich, ob ich das auch kann. Eure Eltern haben Blumen beide sehr geliebt fürs Espel. Ich bin mir immer sicher. Mein Gott, was ist denn heute los? Ich bin mir sicher, das wird euch nicht anders sein, mein Gott, irgendwas stimmt heute nicht. Ich muss den Part unbedingt gleich beenden. Da prüfen. Hier ist nichts. Nichts! Ja gut, dann gucken wir uns nochmal auf den anderen Stockwerken um. Also da sind auch wieder Sterne, dann habe ich ein Problem. Aber naja. Haben wir sozusagen jetzt nur ein bisschen Hintergrundgeschichte von den Eltern von Espel bekommen. Und Entschuldigung. Okay, nichts Wichtiges. Da würde ich auch sagen, dann war es dann schon wieder für diesen Part. So weitergekommen sind in der Story sind wir jetzt eigentlich nicht, außer hier mit den Eltern. Oh, da ist eine Truhe. Jadegewand, Rüstung, die nur Espel tragen kann. Jadelicht gibt den Träger den Mut, alle zu beschützen. Okay. Ich hoffe, jetzt haben wir auch das, immer noch genau. Jetzt haben wir auch das einzigartige Gewand von Espel. Konnte man erst nach dem Durchspielen bekommen oder war schon immer da? Egal. Bam. So, dann haben wir in uns Skit. Halbherzige Vorschläge. Alright, I guess it's finally time that I go clean up my desk.
Might as well take a look at these marriage proposals Mom left behind as well. At least I can tell her later that I looked through them. Let's see. Anise Tatlin, 13 years old. She's just a kid. But that's funny. She kind of reminds me of Sheria when she was that age. What about this one? Natalie Fletcher, 19 years old. Nurturing and responsible. Enjoys caring for orphan children. Hey, that sounds like something Sheria would do. I don't know. This doesn't feel right for some reason. Mein Gott. Also die zweite, die kannte ich jetzt nicht, aber der Name kam mir auch bekannt vor. Und die erste war Anis von Tales of the Abyss. Mein Gott, ey. Und Natalie weiß ich jetzt nicht, wer das war. Mein Gott, da tun selbst Leute aus anderen Tales of Spielen den Heiratsanträge geben. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, ja. Ich würde sagen, 26 Minuten sind genug. Wir haben was erreicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!